Die 37. Eiszeit hat an der Altenberger Bob- und Skeletonbahn begonnen. Die etwa 1,4 Kilometer lange Kunsteisbahn wurde mit rund 1000 Kubikmeter Eis in einer Dicke von 1 bis 8 cm überzogen. Damit konnte planmäßig in die Wintersaison gestartet werden. Der aktuelle Stand an der Bahn ist genau nach Plan. Wir haben pünktlich am 8. 14 Uhr den ersten Schlitten hier, die den Enso-Eiskanal runterschicken können. Eineisung lief hervorragend, trotz vorheriger einiger baulichen Probleme, aber das hat unser Team mit Bravour gemeistert und jetzt läuft der Bahnbetrieb ganz normal. Heute Nachmittag beginnt der erste Skeleton-Lehrgang des BSD und ja, sind sehr zufrieden, wie der Stand jetzt ist. Am Ende der Saison wird der lang ersehnte Höhepunkt stehen, die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften. Diese finden Ende Februar in Altenberg statt. Doch auch wenn die Bahn selbst schon derzeit startklar ist, gibt es noch jede Menge Aufgaben bis zur WM. Die Hauptarbeit ist jetzt erledigt, erstmal für die Bahncrew, dass es erstmal losgehen kann. Jetzt ist natürlich der tagtägliche Dienst, den die Kollegen hier erledigen, mit Eispräparation, mit Absicherung der Trainings und Wettkämpfe. Für die WM haben wir noch einen ganzen Schub Arbeit vor uns. Das ist aber auch okay so. Es gibt einige Dinge, die schon das grüne Häkchen haben. Der eine oder andere hätte ich mir gewünscht, dass er das auch schon hat, aber wir sind auf einem guten Weg und das wird, denke ich, eine gute WM werden. Besonders die einheimischen Sportler freuen sich auf die WM auf ihrer Bahn. Das sind die Local Heroes vom BSC Sachsen-Oberbärenburg. Der Skeleton-Pilot Axel Jung, die Bobfahrerin Stefanie Schneider und die Bobpiloten Francesco Friedrich und Nico Walter. Ja, es fühlt sich sehr gut an, ne? Die Bahn ist für mich was ganz Besonderes. Ich bin hier groß geworden, hier habe ich meine ersten Fahrten im Rodeln gemacht, meine ersten Fahrten im Bob gemacht und jetzt ist einfach nur noch Vorfreude da auf die WM. In Vorbereitung auf die WM wollen viele Sportler die Altenberger Bahn testen, um ihre Erfahrungen zu sammeln. Sie gilt international als eine der anspruchsvollsten Bahnen. Entsprechend groß ist der Andrang auf die Bahnzeiten. Klarer Vorteil für die einheimischen Sportler. Ja, ich finde sie jetzt eigentlich eine relativ entspannte Bahn, weil wie gesagt, ich habe hier alles gelernt auf dieser Bahn und ja, für andere ist es mit Sicherheit eine anspruchsvolle Bahn, aber wenn man mehr Läufe hat, ist es natürlich kein Nachteil, sagen wir es mal so. Einen weiteren Unterschied beim Kampf um die beste Zeit ist das eingesetzte Material. Hier hat Nico Walter noch einmal kräftig investiert. Ja, wir haben uns im Vierer ein neues Gerät zugelegt. Im Zweier werden wir weiterarbeiten. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, die Viererveränderung ist das Wesentlichste und wir werden sehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Während Francesco Friedrich seinen Startplatz bei der WM sicher hat, müssen Stefanie Schneider und Nico Walter sich noch qualifizieren. Aber das macht ihm keine Sorgen, denn wer um Medaillen fahren will, darf die Qualifikation nicht in Frage stellen. Somit ist sein Blick schon auf die WM gerichtet. Ja, was ist die Erwartung, den Zuschauern ein schönes Rennen zu zeigen? Am besten mit zwei sächsischen Teams, die um die Medaillen fahren. Ich denke, das ist einzigartig, das hat es noch nie gegeben und ich weiß nicht, ob es das so schnell wiedergeben wird. Von daher, es lohnt sich für jeden, an die Bahn zu kommen. Das Zuschauererlebnis wird in dieser Saison noch einmal deutlich besser sein als vorher. Denn es hat einige Veränderungen gegeben. Wir haben für Catering-Sachen neue Flächen geschaffen. Wir haben neue Flächen geschaffen für zum Beispiel WC-Container und sowas. Also dass wirklich der Gast, der hier ist, auch alle Möglichkeiten hat, die er so braucht. Wir werden wieder zig Monitore aufstellen, dass die Gäste auch das ganze Renngeschehen verfolgen können, egal auf welchem Standplatz sie gerade sind. Also da sind einige Dinge passiert. Bis zum Saisonhöhepunkt, den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften, stehen rund 30 nationale und internationale Wettbewerbe auf dem Bahnplan.